Okay. Alle SMS gelesen. Hey, Zuckerschnute. Wie wär's mit deinem heißen BD? Wäre das Kathi Karrenbauer? Raindance? Was habt ihr so? Was haben wir nicht? Traumfrauen und Männer. Synaptische A-Klasse. Das ist doch Kathi Karrenbauer. Hier gibt's keine ausgeleierten Virtu-Porno-Boy-Toys oder Gummipuppen. Unser Zeug ist Kunst. Das packt dein Herz und bläst dir die Sinne aus den Poren. Die reinste virtuelle Ekstase. Deshalb kommen die Leute her. Klingt ziemlich überzeugend. Das ist kein Werbespruch, sondern eine Warnung. Unsere Sachen sind maßgeschneidert. Nicht für Otto-Normalsynapsen. Denkst du, das verkraftest du? Die heißen beide Mox? Maßgeschneidert? Verdammt, das klingt gut. Ich bin dabei. Mhm. Ein paar Sachen noch vorab. Unerlaubtes Aufnehmen ist streng verboten. Keine Drogen, kein Grabschen. Gefällt dir jemand, fass ihn nicht an. Wähle im Katalog, bestelle einen BD und verzieh dich in die Kabine. Sehe ich so grün aus, als würde ich nichts wissen? Mhm. Dann geh rein. Viel Spaß, Puppe. Willkommen im Lizzies. Danke, Kathi. Hört sich so an, ne? Ich glaube schon, dass sie das ist. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Schau erstmal deinen Text. So. Bist du auch Mox? Hast keinen Namen. Aber wir haben gerade einen Splitter aufgesammelt, der heißt die Mox. Ja? Was gibt's? Das ist, hast du gegoogelt, ob sie hier mit spricht, synchronisiert? Genau, Gronk spricht auch ein. Und Henno, also Hand of Blood, weiß nicht, ob du den kennst, der macht auch so Videos, der spricht auch ein. Der spricht quasi zusammen mit Gronk in der Szene. Aber ich weiß nicht, ob man die Szene definitiv bekommt oder ob die irgendwie eine Nebenquest ist. Aber wir gucken mal, vielleicht entdecken wir ja Gronk noch. Musik ist cool. Hängt alles davon ab, worauf du stehst? Vielleicht verrätst du es mir. Letztes Mal hast du gemeint, der Joel in The Last of Us spricht. Ja? Das ist cool. Ich freue mich immer, wenn ich so Stimmen erkenne. Weil richtig gute Synchronsprecher können die ja so krass verstellen, dass man das nicht immer unbedingt zuordnen kann, finde ich zumindest. Hey. Willst du was trinken? Nur so aus Neugier. Heißt die Besitzerin Lizzie? Schon lange nicht mehr, nein. Ist keine angenehme Geschichte. Jetzt bin ich noch neugieriger. Die echte Lizzie hatte hier früher mal ein Striplokal. Lizzies Bar. Mädels gut bezahlt, versichert, hatten sogar Personenschutz. Alles in allem ein guter Laden. Lass mich raten, es blieb nicht so. Tiger Claws sind schuld. Tiger hat eins von Lizzies Mädchen schlimm zugerichtet. Lizzie hat ihm die Eier weggeschossen. Am nächsten Tag kam dann die Gang. Das war's für Liz. Aber am Ende haben die Tigers den Mox doch die Bar überlassen, oder? Sozusagen. Die Mox mussten einem Deal zustimmen. Aber sie haben einen kühlen Kopf bewahrt und sich organisiert. Susie Q hat jetzt das Sagen. Aber Susie hat jetzt hier das Sagen. Und das Geschäft läuft immer noch. Was habt ihr auf der Karte? Alkohol. Minus 10% Bewegungstempo, minus 50% Treffsicherheit für $30. Plus 5% Ausdauerregeneration. Aber es ist immer bloß für so ein bisschen 450 Sekunden. Es ist nicht so lange. Und ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, ob ich irgendwie so ein Quick
Menü habe. Weil sonst muss ich ja mal erst in mein Inventar gehen und das dann auswählen. Ich suche Evelyn Parker. Ist sie gerade da? Wer fragt? Ich bin Vi. Bin hier mit ihr verabredet. Ist mir dein Vergnügen, Vi. Ich bin Matteo. Aha, ist ja schön. Und Evelyn? Der Club ist groß. Du wirst schon selbst nach ihr suchen müssen. Ja, weil du siehst nämlich nichts, ne? Matteo. Seh das schon. Hallo. Evelyn Parker. Ich wusste gleich, als du reingekommen bist, dass du's bist. Nichts geht über Sensor. Aber woher weißt du das? Ich kenne gern die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Vielleicht habe ich aber auch nur gut geraten. Hä, was ist das für ein Zeichen? Dieses, der Vier dahinter? Warum treffen wir uns hier? Gibt's da einen speziellen Grund? Das scheint mir irgendwie nicht deine Art von Laden zu sein. Das nehme ich mal als Kompliment. Komm mit. Ich weiß, wo wir reden können und uns keiner belauscht. Wir sind in der Lounge, Matteo. Wenn jemand fragt, wir sind nicht da. Na, warte auf mich! Recycelbar. Was ist das für ein komisches Zeichen gewesen? Das kann ein geiles Stück wie ich für einen Schaffen kennen. Sag mir doch einfach die Wahrheit. Habe ich gerade. Ich möchte das hier mit... nehmen. Junge Dame, Sie können aufhören. Dex hat viel über dich geredet. Du seist professionell, effektiv und vertrauenswürdig. Ich hoffe, er hat nicht zu viel versprochen. Hier ist wieder Ying und Yang und Recycle. Zeichen. Das wurde mir nicht erklärt, wofür das ist. Ich warte. Dir ist scheißegal, was Dex denkt. Das wissen wir beide. Du kannst kein Kompliment vertragen, was? Doch. Schmeicheleien sind nur unter deine Würde, oder nicht? Vielleicht ist Dex unter deiner Würde. Kennt ihr zwei euch schon lange? Also, in Yin und Yang Zeichen bedeutet für mich Ausgeglichenheit, Gelassenheit. Und dann soll ich fragen, schreibst du seine Biografie oder was? Das ist ja schon eher provozierend, oder? Und nicht unbedingt Yin und Yang. Schreibst du Dex Biografie? Tut mir leid, aber ich weiß kaum etwas. Mit anderen Worten, ihr kennt euch kaum. Und doch hat er dich angeheuert. Interessant. Scheiße. Ruf Dex halt an, wenn du kalte Füße kriegst. Ich warte. Er würde mir nicht sagen, dass ich nicht schon weiß. Oder dass ich überhaupt hören will. In dieser Hinsicht ist nur eines schlimmer als Fixer. Gebrauchtwagenverkäufer. Ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl. Warum kommen wir nicht endlich zur Sache? Was hast du für mich? Dein Ziel. Ich nehme an, du kennst es. Relic. Ein Sichere-Deine-Seele-Schmuckstück. Richtig gute Tech. Wir haben's mit Arasaka zu tun. Das macht die Sache scheißgefährlich. Mhm. Arasaka hat Milliarden in Persönlichkeitstransfer-Tech gesteckt. Aber ich will bloß die Daten auf diesem Chip. Er liegt gesichert im Konpeki Plaza, dem Hotel. Warst du da schon mal? Schicke Konzernhotels? Nein. Nicht meine Preisklasse. Das Dekor ist umwerfend. Wirst du gleich selbst sehen. Also, wo genau finden wir diesen Chip? In einer Suite im obersten Stock. Dort wohnt Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? Er ist in der Stadt? Liest du denn gar nicht? Die Medien haben sich darauf gestürzt, als Yori nach Night City kam.
Es war in allen Schlagzeilen. Jedenfalls ist er der Erbe des Arasaka-Imperiums. Saburo Arasakas einziger überlebender Sohn. Und jetzt will Arasaka Junior in Night City die Macht an sich reißen, oder wie? Nur eine Handvoll Leute in Night City kennen Arasakas wahre Absichten. Und du gehörst dazu? Einer wie Yorinobu hat doch eine ganze Armee im Rücken. Das Hotel ist wahrscheinlich eine Festung. Yorinobu hat überhaupt keine Mietmuskeln, keine Wachen. Hat sie vor langer Zeit entlassen. Warum denn? Du weißt doch sicher, was man über Arasakas Infos sagt. Niese in Night City und in Tokio fällt eine Kirschblüte vom Baum. Yorinobu war überzeugt davon, dass die Leibwachen seinem Vater direkt Bericht erstatten. Wir haben's also nicht auf den Konzern abgesehen, sondern auf Yorinobu Arasaka selbst. Bitte. Yorinobu ist eine Puppe. Hat seine Karten vor Jahren verspielt, als er Papi nicht gehorchte. Saburo hat Yori seit Jahren bei den Eiern und wartet nur darauf zuzudrücken, wenn er herausfindet, dass sein Sohn Scheiße baut. Hör mal, wenn du jetzt noch Asse im Ärmel hast, solltest du sie langsam ziehen. Werd mir nicht gleich feucht, meine Liebe. Aber Yorinobu hat sich den Chip aus Arasakas Labor geklaut, weil er einen Deal mit Netwatch hat. Die wollen ihm das Ding abkaufen. Hast du mein Ass gefunden oder muss ich deine Nase reinhalten? Moment. Netwatch ist doch neutral, dachte ich. Netwatch ist für die Sicherheit aller Konzerne zuständig und kassiert dafür Millionen. Aber heutzutage dankt es dir niemand, wenn du ein Heiliger bist. Wer bei diesem Spiel gewinnen will, muss alles einsetzen. Und was hat Yorinobu von der ganzen Sache? Unwichtig. Konzentrier dich auf den Biochip. Was könnten ihm die Wächter und Beschützer des Cyberspace bieten? Infos über seine Feinde? Das muss dich nicht kümmern. Du sorgst dafür, dass die Übergabe nie über die Bühne geht und ich den Chip kriege. Gut. Also keine Arasaka-Sicherheit auf dem Chip, weil Yorinobu ihn geklaut hat. Und wo versteckt er ihn? Wahrscheinlich in einem Spezialbehälter, der eine organische Neuralumgebung imitiert. Von außen wird es wie ein ganz gewöhnlicher Koffer aussehen. Und der Koffer ist wo? Das wirst du bald selbst sehen. Natürlich erst, wenn du mit deiner Arasaka-Fragerunde durch bist. Ich hätte da was liegen lassen. Noch eine Sache. Was sind das für Daten auf dem Chip? Für dich irrelevant. Wir sprechen hier von Daten, die Yorinobu von Arasaka geklaut hat und obendrein an Netwatch verscherbeln will. Klingt mir ziemlich relevant. Hör zu, V. Überlass mir den Relic und konzentrier du dich lieber auf deine Belohnung. Sieh den Job durch und ich sorge für ein gut gefüttertes Bankkonto. Was weißt du sonst noch über Yorinobu? Eigentlich ziemlich viel. Hat in Tokio Finanzwesen und Biotechnologie studiert. Sicher nicht seine Entscheidung. Saburo hat ihn bearbeitet, damit er sein Nachfolger wird. Aber dann hat Yorinobu sich davongemacht und alle Verbindungen zum Konzern abgebrochen. Letztendlich kam das schwarze Schaf wieder nach Hause, aber ein bitterer Beigeschmack bleibt. Doch das ist nur eine Seite von ihm. Die andere ist ein intelligenter Mann, der immer wusste, was er wollte. Und der seine eigenen Pläne für Arasaka hat. Und mit dieser Relic-Sache riskiert er jetzt alles? Ja, weil er auf die größte Lüge dieser verdammten Stadt reingefallen ist. Dass man die volle Kontrolle haben kann. Über so ziemlich alles. Okay, und was jetzt? Jetzt kommt das Beste. Folge mir. Hab was für euch. Sollte beim Planen helfen. Braindance vom Konpeki Plaza. Was soll ich mit einem Braindance? Ich brauch Fakten, kein Fick. Denkst du, BDs sind nur dafür gut, sich auf virtuelle Titten die Knospe zu bearbeiten? Nein. Sie können wirklich sehr nützlich sein. Um Details zu analysieren, die nicht mal verchromte Wahrnehmung schnallt. Das ist genau das, was du brauchst. Was ist auf dem Band? Yorinobu Suite. Und zwar von innen. Den Relic musst du selbst finden.
Ich hoffe, ich habe dafür genug Details aufgenommen. Nettes Ambiente. Moment. Hast du das etwa aufgezeichnet? BD-REC-Implantat. Was dagegen? Das soll also Yorinobus Haus auf dem Band sein. Das heißt, du warst drin. Kennt ihr euch? Wie sonst bin ich an all die Infos gekommen? Ich kenne ihn ehrlich gesagt sogar gut. Wir haben einen Deal. Rein geschäftlich. Gut für uns beide, denke ich. Dann zeig mal diesen Braindance. Judy wird uns helfen. Auch ne Mox. Wir kennen uns schon ewig. Wie? Das ist wichtig. Judy war immer an meiner Seite. Hat immer geholfen. Ich vertraue ihr. Aber sie ist ne Mox und kein neues Mitglied deiner Crew. Vergiss das nicht. Also, sei ein braves Mädchen, benimm dich und halt deine Zunge im Zaum. Entspann dich. Glaub's oder nicht, ich kann durchaus taktvoll sein. Kein Loot. Ist mir suspekt, wenn hier kein Loot ist. Was machst du? Hunger. Deswegen, hier ist nämlich Loot. Geld! Ich habe wieder zwei Heilungen. Ich komme gleich. Muss kurz mal euren Serverraum. Eine Waffe. Smart Waffen. Smart Waffen erfordern einen Smart Link, um das volle Potenzial ihrer Zielsysteme freizuschalten. Statte dem Kupperdog deines Vertrauens einen Besuch ab, um dir einen Smart Link installieren zu lassen. Gott, ich muss mir ja alles installieren, um die Waffen ordentlich nutzen zu können. Wie soll ich das machen? Kein Geld. Und gar nichts habe ich. Da bist du ja. Das ist Vi. Sie ist für den BD hier. Vi? Das ist Judy. Die beste Braindance-Editorin, die ich kenne. Ja, ja, jetzt ist gut. Ich kotz gleich. Beeindruckend, das Zeug. Und all das nur für ein Braindance? Warte, warum konnte ich das ganz unten jetzt nicht nehmen? Analysatoren, Wahrnehmungssignaturverstärker, akustische und emotionale Wellenmonitore, Mimikübersetzer. Judy... Schon gut, schon gut. Hab dein BD kompiliert, F. Was meinst du? Zu gebrauchen? Ziemlich ungefiltert. Aber sollte gehen. Wie muss tief rein? Das ist die Hauptsache. Na dann, passen wir ihn auf sie an. Ich muss richtig tief rein. Gott, das ist... Hab schon mit schlimmerem Scheiß zu tun gehabt. Welt nicht in so einer... Die Jig-Jig-Street-Pornos sehen, die wir manchmal kriegen. Gott, ich würde hier nicht leben wollen, ne? Wir lassen wir also rein, damit sie sich dort gründlich umsehen kann. Richtig. Na, wie? Wie steht's mit einem ungefilterten Braindance? Schon mal versucht? Ganz ehrlich, ich bin keine BD-Jungfrau, aber dieser ungefilterte Kram, das ist Neuland für mich. Keine Sorge. Ich erkläre dir alles. Ist leichter, als es klingt. Gut, setz dich, mach's dir bequem und wir bringen dich zum Laufen. Na klar.
Wir müssen ziemlich oft auf solche Ritschen. Zuerst muss ich dein Wahrnehmungsprofil erstellen. Was für ein Profil, bitte? Ein Modell deiner emotionalen Reaktionen und Wahrnehmungen. Muss ich anpassen, damit dich der BD nicht überwältigt. Sonst wird dir im besten Fall schlecht, sobald du online bist. Würdest dir vermutlich die Eingeweide auskotzen. Und im schlimmsten Fall? Brutzeln deine Synapsen ab wie eine Kakerlake in der Fritteuse. Aber keine Sorge, dazu lassen wir es nicht kommen. Also, am bestenfalls wird uns einfach nur kotze übel. Das ist ja eine super Idee. Mir wird gern einfach kotze übel. Einfach so. Was ist mit dir los? Okay, leg los. Aber sag mir, dass es nicht wehtut. Wird's nicht. Diesmal nicht. Okay, sitz still. Sieh mich an. Ich lass die Analyse laufen. Sollte leicht prickeln. Mhm. Okay, jetzt stellen wir die Optik und andere Wahrnehmungssignaturen ein. Guck geradeaus auf diese beiden Schirme, wie bei einer Augenuntersuchung. Machst du viele solcher Jobs? Andauernd. Aber normalerweise ist es Zeug für die Mädchen im Club. Routine Porno-Tuning und so Kram. Orgasmen stärker machen? Eher alles andere rausschneiden. Ficken ist Alltag für die Mädchen. Da wandern die Gedanken leicht zu Einkäufen, Geburtstagen, Rechnungen und so. Aber selbst dann kann man Emotionen zu etwas Einzigartigem, Unvergesslichem umformen. Kann mich nicht beschweren. Noch eine Sekunde, muss die Schmerzrezeptoren blockieren. Okay, fertig. Ich teste erstmal dein Profil, werfe ein Sample-BD ein. Benutze es, um dich mit allem vertraut zu machen. Warum blinkt links das grüne Lämpchen und rechts nicht? Wo könnten wir... Kann sie nicht meine Aufzeichnung benutzen? Was soll die Zeitverschwendung? Weil es sonst zu gefährlich ist. Dauert nicht lang. Ich habe hier was, das perfekt sein sollte. Was hast du ausgesucht? Raubüberfall auf einen Laden in Haywood. Echte Amateure. Scheiße, weiß nicht mal, wo ich das her habe. Aber ist perfekt für uns. Wollen wir? Tutorial überspringen will ich nicht. Los geht's. Ich gebe dir erst die zugeschnittene Version, damit du dich orientieren kannst. Dann geht's in den Editiermodus. Absprung. 3, 2, 1. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Los, runter! Auf den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Geld her! Los! Sonst mache ich dich fertig! Ich schwör's! Wow! Jano! Ich! Jetzt! Ehe ich dir deine Scheißbirne wegpuste! Tief durchatmen. Deine Cortisol- und Adrenalinwerte sind angestiegen, aber die Hormonblocker wurden aktiviert. Du bist gesund und munter. Dieser Schock. Ich spüre ihn immer noch. Hättest mich ruhig vorwarnen können, dass Sterben so wehtut. Scheiße. Dieser letzte Augenblick. Glaub mir, echtes Sterben tut noch viel mehr weh. Bin ich mir nicht so sicher. Dir geht's gleich besser. Alles ist bereit. Ich wechsle in den Editiermodus. Ja, klar. Unterbreche die Verbindung zu den Gefühlsdaten des BD-Machers. Sieh dich gerne um. Die Szene gehört dir. Volle Kamerakontrolle in Analysemodus.
Beweg dich, zoome, tu, was immer dir einfällt. Stell dir einfach deine eigene kleine Sandbox vor. Okay, Analysemodus. Du steuerst das Playback und kannst bei Bedarf pausieren. Ruf die Konsole auf, um die Pause zu beenden. Versuch es. What? Der Plan ist sie. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Genial, oder? Und das ist noch nicht alles. Du kannst auch vor- und zurückspulen, wie du willst. Probier's mal. Spul zurück, ganz bis zum Anfang. Super, sehr gut. Jetzt spul mal vor. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Ist klar, ist klar. Okay. Du kannst die Aufnahme auch zurücksetzen. So springst du zum Anfang. Versuch's mal. Okay, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Dafür bist du überhaupt hier. Im Analysemodus kannst du die vom Aufnehmenden gesehene Umgebung genauer betrachten und sogar scannen. Achte auf die Pistole, die dieser Schwachmat am Anfang von seinem Kumpel bekommen hat. Scan sie. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Stimmt, gar keine Muni drin in der Pistole. Okay, jetzt ab mit dir. Genau hier. Man kann Pause drücken. Auf der Aufnahmeleiste zeigen fette Abschnitte einen Hinweis an, den du scannen hast. Auf der Aufnahmeleiste zeigen fette Abschnitte einen Hinweis an, den du scannen hast. Der Hinweis wird in diesem Abschnitt hervorgehoben, solange der Editor auf der richtigen Ebene eingestellt ist. Hinweise können überlappen. Die Stelle, an der sie sich auf der Leiste überlappen, ist besonders hell. Hinweise verschwinden von der Leiste, nachdem du sie gescannt hast. Visuelle Ebene, Thermalebene, Soundebene. Okay. Sehr gut, ausgezeichnet. Machen wir weiter. Jetzt aufgepasst. Im Analysemodus kannst du Geräusche und Gespräche hören, wenn der Aufnehmende nah genug dran war. Die Technologie zeichnet absolut alles auf. Auch Dinge, die der Aufnehmende gar nicht wahrgenommen hat. Um die Quellen der Wahrnehmungssignale zu sehen, wechsle zur Soundebene im Editor. Na los, versuch's mal. Okay, gut. Jetzt solltest du mehrere Soundsignaturen sehen. Such dir eine aus und stell sie scharf. Okay, fahr jetzt ab mit dir. Kleine Zeisser. Die Ware sortieren, ich übernehme die Kasse. Lutz mir doch den Zwanz, Alter. Und? Was sagst du? Unglaublich. Ernsthaft. Als wäre ich mitten im Geschehen. So funktionieren BD-Aufnahmeimplantate. Sie registrieren alles, alle Elemente im Hintergrund. Dann passt der Editor sie an und hebt sie hervor. Spiel ruhig weiter mit dem Sound rum. Wenn dir langweilig wird, können wir weitermachen. Aber das dort oben, was er jetzt gesagt hat, bedeutet ja, es ist nicht nur der Kassierer im Laden, der mit dem Laden zu tun hat, sondern noch einer mehr. Wahrscheinlich der, der den Typ abgeknallt hat. Eine Schachtel Kippen, ein Mega Brosef und zwei Serpenten. Zwei Geschmacksrichtungen im Angebot heute. Curry und Alle runter! Los, runter! Ha! Noch mehr? Okay. Manchmal kannst du Extra-Ebenen im Rohmaterial analysieren, aus der Cyberware des Aufnehmenden. Und wie? Eve's Cyberware hat zum Beispiel Kiroshi-Optik mit Infrarotsensoren. Dadurch enthalten ihre Aufnahmen Wärmesignaturen. Ha, nicht schlecht. Warten wir, bis der Typ den Schwachkopf am Tresen umpustet. Und zwei Serpenten. Zwei Geschmacksrichtungen im Angebot heute. Curry und Alle runter! Los, runter! Auf den Boden! Hüpf den Boden für mich, Küssen! Geld
Du kannst auch Menschen scannen. Geh mal näher an die verletzte Tussi ran. Versuch sie zu scannen. Also gut, weiter. Scroll zu dem Teil, wo unser Künstler durchsiebt wird. Los, sonst mache ich dich fertig. Ich schwör's. Wow, Jano, ich, jetzt, ehe ich dir deine Scheißbirne wegpuste. Lass dich mal vorspulen. Muss ich unbedingt vorspulen? Hab ich. Siehst du? Er hat nichts geahnt, als er abgeknallt wurde. Aber du wirst es. Da ist jemand hinter ihm. Jetzt kommt das Beste. Da kam es von vorne. Siehst du das Flimmerding überm Eingang? Überwachungskamera. Hat bestimmt den Schuss aufgezeichnet. Siehst du gleich. Kamera ist mit dem Screen hinter dem Kassierer verbunden. Spul zurück an die Stelle, wo er im Sichtfeld des Jungen ist. Jetzt scanne ihn. Wo wer im Sichtfeld ist? Spul zurück, bis ein Überwachungsbildschirm zu sehen ist. Gott. Muss ich das oft machen? Sein Chumba hat ihn erschossen. Bestimmt hatte er das von Anfang an geplant. Auf dem Schwarzmarkt hat er sicher einen Haufen Kohle für so einen BD bekommen. Hardcore-BD-Freaks zahlen Unsummen für echte Nulllinien. Okay, wenn du genug gesehen hast, kannst du jederzeit raus. Aber ich habe jetzt nicht rausgefunden, dass er hier... Das ist sowas wie die Grenzen der Realität des Aufnehmenden. Weiter raus lässt dich der Editor nicht. Alles klar? Also was hat mir das jetzt gebracht? Wieso stand eigentlich der Typ, von dem wir die Waffe bekommen haben, wieso stand der plötzlich hier hinten? Oder wo stand er? Ich hab's nicht richtig... Also... Cool. Nice, Braindance und so. Okay, damit schalte ich durch. Was ist Wiedergabemodus? Ah... Okay.